finde auch interessant, wenn man auf den Bewegtbildnutzung mal schaut, kann man auch nachlesen in verschiedenen Studien, dass ja im Durchschnitt die Deutschen 3,5 Stunden Videoinhalte konsumieren. Das ist ja eine Menge. 3/4 davon ist tatsächlich noch in TV. Wow, OMR. Was für ein Event mal wieder, was für eine Bühne, was für ein Abend gestern Abend. Seitdem ich zu fortgeschrittener Stunde gestern Abend in der Karaoke-Bar You'll Never Walk Alone schmettern wollte, ist meine Stimme nicht mehr so ganz, wie sie vorher war. Aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem ganz gut. Ich stehe schon das dritte Jahr in Folge hier oben und freue mich da immer sehr drüber, auch mal wieder dieses Jahr Amazon Ads zu präsentieren. Das Dankbare an der Aufgabe ist, dass bei uns so viele Innovationen passieren, dass ich wirklich jedes Jahr auch ein neues Thema mitbringen kann für euch. Und wie ihr vielleicht schon eben gesehen habt an diesem Reel, das wir gezeigt haben, geht es heute unter anderem um Prime Video, unsere anderen Streaming-Services und Werbung im Streaming-TV insgesamt. In einigen Minuten werde ich noch verstärkt hier auf der Bühne durch zwei fantastische Expertinnen, die mir dabei helfen werden, das Thema etwas tiefer zu beleuchten. Und dazu gleich noch mehr. Aber erstmal zurück zu unserem Video. Vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Show erkannt, vielleicht auch die ein oder andere eurer aktuellen Lieblingsshows. Ich muss immer daran denken, wenn ich über diese Shows nachdenke, dass hinter jedem dieser Shows und allem, was wir zeigen und auch andere zeigen, in der Regel ein sehr engagiertes Publikum oder sogar eine Fangemeinde steckt, die sich teilweise schon Monate im Voraus freut darauf, dass die neue Staffel herauskommt. Und die Frage ist, warum ist das eigentlich so, dass im Streaming-TV oft Inhalte stattfinden, die eine besondere Attraktivität haben? Und das liegt natürlich zum einen daran, dass Streaming-TV mittlerweile eine ungemeine Reichweite mit sich bringt und ein fester Bestandteil des Lebens für viele geworden ist. Und wir integrieren auch unsere Lieblingsformate zunehmend in unseren Alltag, egal ob unterwegs oder gemütlich zu Hause auf dem Sofa. Und ganz wichtig, dadurch, dass wir ja on demand das anschauen, was wir sehen wollen, ist in der Regel auch, sind wir mehr bei der Sache. Wir verfolgen Filme, Sportevents, Serien oder auch Twitch-Livestreams mit größerer Aufmerksamkeit und in vielen Fällen auch mit größerer Leidenschaft. Wenn wir das Ganze mal aus der Marketingperspektive betrachten, dann muss man zum einen sich natürlich vor Augen führen, dass mit Streaming-TV-Angebote mittlerweile Millionen von Kundinnen und Kunden erreichen und damit ein fester Teil von den meisten Marketingstrategien sind. Ja, weil solche Reichweiten sind natürlich mehr als nur ein Add-on zu einem bestehenden Mediaplan. Aber die Frage, die wir uns heute stellen wollen und müssen, ist, reicht es eigentlich, einfach nur ein großes Publikum zu erreichen? Im Jahr 2024 und darüber hinaus denken wir darüber nach, wie wir über die pure Reichweite hinweg hinausgehen können oder auch müssen, um effektiv Kontakt zu unseren Kunden aufzunehmen. Und, das ist ganz wichtig, uns in den Alltag zu integrieren, auf möglichst natürliche Art und Weise oder anstatt diesen zu unterbrechen. Und wir glauben, dass durch die Besonderheiten, die ich eben aufgezählt habe, vor allen Dingen durch die erhöhte Aufmerksamkeit, das gelingen kann und das dadurch begünstigt wird. Hinzu kommt auch noch, dass zum Beispiel bei Prime Video haben wir uns sehr bewusst dafür entschieden, die Werbedichte gering zu halten, also bei maximal 3,5 Minuten pro Stunde. Und das führt natürlich dazu, dass diese erhöhte Aufmerksamkeit auch nochmal durch eine geringere Anzahl von konkurrierenden Marken geteilt wird und damit dann für die Einzelnen ein höherer Effekt erzielt werden kann. Streaming-TV ermöglicht also insgesamt eine gute Gelegenheit, ein großes Publikum mit der richtigen Botschaft, der richtigen Zeit, mit den richtigen Inhalten und vor allen Dingen im richtigen Mindset zu erreichen. Die Einführung von Werbung und Streaming-TV, wie zum Beispiel bei Prime Video, trägt natürlich dazu bei, dass wir weiterhin in die Produktion von Premium-Inhalten investieren können und das dauerhaft unterstützen können. Das treibt das Flywheel an und dadurch werden wir natürlich es schaffen können, durch Serien wie zum Beispiel gerade unsere Hitserie Fallout oder auch Last One Laughing, Maxton Hall, The Boys mit einer neuen Staffel bald, Wimbledon im Juli oder auch die UEFA Champions League den Zuschauern einiges zu bieten und dafür zu sorgen, dass sie zuschauen. Und diese Frage, die möchte ich heute diskutieren, nämlich die Frage, wie wir das Potenzial nutzen können aus Werbesicht. Und um dieses Thema zu diskutieren, habe ich heute zwei Expertinnen an meiner Seite und herzlich willkommen Nadine Kamsky, Mediadirektor bei L'Oréal Dach und Silke Lehm, Co-Leiterin Newsroom der Sparkassenfinanzgruppe. Applaus
Hallo. 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 Hi. So, schön, dass ihr da seid. In diesem kleinen Wohnzimmer. Silke, es tut sich ja aktuell relativ viel im Bereich Streaming-TV. Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, wie du die Entwicklung des Streaming-TVs in den letzten Jahren wahrgenommen hast und welche Veränderungen aus deiner Sicht besonders relevant waren? Ja, das mache ich sehr gerne und erstmal vielen herzlichen Dank auch für die Einladung, Nils. Nadine und ich, wir freuen uns, dass wir unsere Erfahrungen auch mit unseren Marken hier heute mit dem Publikum und euch teilen dürfen. Zu deiner Frage. Ja, ich glaube, der Markt hat große Veränderungen hinter sich. Angefangen von einigen wenigen Anbietern heute zu einem Markt mit einer großen Vielzahl an Anbietern, mit einem riesigen Angebot auch. Für alle Zielgruppen ist mittlerweile was dabei, jung, alt. Alle Interessen werden abgedeckt, alle Genres auch dabei. Also ja, es hat sich da wahnsinnig viel entwickelt. Ich finde auch interessant, wenn man auf den Bewegtbildnutzung mal schaut, kann man auch nachlesen in verschiedenen Studien, dass ja im Durchschnitt die Deutschen 3,5 Stunden Videoinhalte konsumieren. Das ist ja eine Menge. 3/4 davon ist tatsächlich noch in TV. Streaming an Platz 2. Und besonders interessant finde ich, wenn man dann schaut unter 29-Jährige, ist einerseits die Nutzung sehr, sehr fragmentiert. Ob es jetzt YouTube-Inhalte sind, Streaming, Mediatheken oder auch in Social Media. Also sehr unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten, aber Streaming mit einem Anteil von 1/3 auf Platz 1. Ich finde, da kann man schon ein bisschen ablesen, dass sich auf dem Markt auch in Zukunft noch ein bisschen was tun wird. Ja, also Streaming ist quasi mittlerweile ein Mainstream-Verhalten, kann man, ja, glaube ich, so feststellen. Ja? Wenn es vor allen Dingen um den Konsum von Serien, Filmen oder auch Live-Sports-Ereignissen geht. Inzwischen gibt es natürlich viele Möglichkeiten, sich auch als Marke dort zu präsentieren und zu platzieren. Nadine, welche Vorteile siehst du darin, einerseits für Werbetreibenden, aber auch für das Publikum selbst? Ja, Streaming ist das digitale TV und wir beobachten natürlich auch die Veränderungen im Markt und in der Mediennutzung. Und wir als L'Oréal-Gruppe wollen mit unseren Marken dort stattfinden, wo auch Konsumenten und Konsumentinnen sich aufhalten. Und ich würde gerne 3 Vorteile, wenn du nach Vorteilen fragst, hervorheben. Der eine Vorteil ist definitiv die Reichweite. Silke hat es gesagt, für uns bietet das neue Reichweitenpotenziale, die wir vielleicht auch im linearen Fernsehen oder anderen Medienkanälen nicht mehr so gut für uns erschließen können, um insbesondere auch in jüngeren Zielgruppen wieder Reichweite aufzubauen. Und wir haben ja wirklich auch mit dem linearen TV unsere Strategie umgestellt, sodass beide Medien sehr komplementär funktionieren. Und zum anderen ist die Reichweite auch eine qualitative Reichweite. Wir haben eine Situation, in der der Konsument sich zurücklehnen kann, sehr rezeptiv ist für Markenbotschaften. Wir haben einen großen Screen im Wohnzimmer und es macht einen riesen Unterschied in dem Emotionalisieren, Markenbotschaften vermitteln. Und ja, definitiv für uns wichtig, genau das auch mit unseren Kampagnen zu machen. Und nicht zuletzt ist es so, dass wir haben die Digitalisierung des Fernsehens und das bringt auch Vorteile mit, die das digitale Marketing per se auch hat. Messbarkeit, aber auch Aussteuerbarkeit. Das heißt, unsere Daten, die wir nutzen können, Targeting Audiences, so einzusetzen, dass sie eine bestmögliche Relevanz haben, aber auch wiederum Insights aus den Kampagnen zu bekommen und schlussendlich immer mit dem Ziel, unsere Kampagnen noch relevanter zu machen. Und genau der Dreiklang aus Kontext, Markenbotschaft und Relevanz ist für uns dann so das Optimum. Genau. Und Relevanz ist natürlich im Endeffekt auch gut für das Publikum, weil relevante Werbung macht natürlich mehr Sinn. Ja. Silke, wie siehst du das? Welche Unterschiede siehst du beim Thema Reichweite und Werbung im linearen Fernsehen und im Streaming-TV? Ja, da würde ich vielleicht gerne zweigeteilt antworten, weil es gibt auf der einen Seite ganz klare Unterschiede. Aber es gibt eben auch den Punkt, es ist halt eine wichtige Ergänzung. Und wenn ich so auf unsere Kampagnen gucke, die immer einen starken TV-Anteil haben, dann ist Streaming ganz klar für uns ein Ergänzungsmedium in der integrierten Bewegtbildplanung. Es wird aber immer wichtiger, gerade auch um TV wenig und nicht sehr auch in Zukunft noch erreichen zu können. Und
Wir haben erste Erfahrungen auch gemacht in unserer letzten Kampagne. Wir hatten tatsächlich eine inkrementelle Reichweitenerhöhung von 50-60%, also zusätzliche Kontakte, die wir über TV dort auch erzielen konnten. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Mhm. Aber es gibt eben auch Unterschiede. Zum einen auf jeden Fall das Targeting. Wir können sehr viel spitzer und klarer auch auf Zielgruppen ausspielen. Wir können uns das anschauen, auch unsere Inhalte nochmal anpassen während der Kampagne. Das bietet sehr, sehr viele Vorteile. Und der zweite Punkt ist natürlich auch die Werbepausen. Ja, während man in TV manchmal 5, 7, auch 10 Minuten da sitzt und denkt, boah, jetzt kannst du aber mal weitergehen mit den guten Inhalten, hast du halt hier 2 bis 3 Werbepausen. Mhm. Und viele bleiben dran, die Aufmerksamkeit bleibt weiterhin hoch. Und ich glaube, das macht einfach auch was mit der Werbewirkung. Genau, ich glaube, das Stichwort Aufmerksamkeit nochmal aufgegriffen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor hier. Nadine, du hast mir kürzlich einmal erzählt, dass ihr bei L'Oréal eine sogenannte Math and Magic-Strategie verfolgt. Das klingt spannend. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen, was das bedeutet und vor allen Dingen auch in puncto Streaming-TV? Ja, sehr gerne. Math und Magic, was heißt das für uns? Ich fange vielleicht mal bei Math an, also die Mathematik hinter der Media. Hier sprechen wir vor allen Dingen über KPIs wie CPMs, Reichweiten, Frequenzen, also wirklich die Grundlage jeder guten Mediaplanung, die wir alle kennen. Was wir uns aber auf der anderen Seite, nämlich mit der Magie und der Magic, wieder mehr in den Vordergrund rücken möchten, ist tatsächlich dieses Markenerlebnis, Geschichten erzählen. Wir sprechen über Kontext, wir sprechen über Entertainment, aber wirklich dieses Paket, was den Konsumenten und die Konsumentin begeistern kann. Und wirklich die Balance aus beidem und auch in jeder Kampagne vielleicht in einer anderen Mischung und in einer anderen Orchestrierung ist für uns so das Rezept für eine gute Mediakampagne mit gutem Content natürlich auch. Ja, das macht Sinn und mir gefällt natürlich besonders der Punkt, dem Publikum Magie, Freude mitzubringen, weil das sollte, glaube ich, das ultimative Ziel auch von Werbung generell sein. Und das finde ich sehr schön, dass ihr das so euch als Ziel gesetzt habt. Aber jetzt mal über die Praxis gesprochen. Wir sind ja im Februar mit Prime Video Ads gelauncht und ihr wart ja wirklich von Stunde 1, Stunde 0 dabei und habt angefangen, den Kanal zu testen. Kannst du vielleicht ein bisschen was über die Kampagne erzählen, die ihr da zum Start eingesetzt habt und was da auch passiert ist? Ja, sehr gerne. Wir haben uns natürlich erstmal gefreut, dass wir der First Mover im Dachraum sein durften, auch mit dem ersten Sponsoring auf der Plattform. Und um vielleicht die Praxis nochmal zu untermauern, würde ich gerne 2 Cases zeigen. Und wenn wir einmal auf den ersten Case springen, sieht man auch ganz gut ein Sponsoring. Es war ein Sponsoring der Serie Expats mit Nicole Kidman. Unsere Marke war L'Oréal Paris, eine Marke aus unserem Portfolio von über 30 Brands und sehr exklusiv platziert. Wirklich so ein Paradebeispiel für eine Magic-Platzierung. Mhm. Und um das auch zu messen und diese Magic so ein bisschen mehr anfassbar zu machen, haben wir auch Studien auch gemeinsam mit unserer Agentur umgesetzt und sehen auch hier sehr, sehr schöne Uplift-Ergebnisse im Bereich Brand Opinion und auch Purchase Consideration, sodass das Ganze ja dann wirklich ein sehr, sehr rundes Paket ist. Und die Marke zu dem Sponsoring selektieren wir auch in so einem sogenannten Innovation-Komitee, wo wir wirklich gucken, können wir die Magic bestmöglich zum Leben erwecken und die besten Matches auch zu den Markenmissionen zu finden. Vielleicht dann der zweite Case von einer anderen Marke, Kérastase, eine Brand aus unserem Portfolio aus der Professional Division, war natürlich auch eine Magic-Platzierung, eine Videoplatzierung im Streaming-TV. Wir haben uns aber dann in der Analyse auch nochmal mehr auf die Math-KPIs fokussiert und was im Amazon-Universum ganz schön ist, dass wir auch uns den Path-to-Purchase angucken konnten. Und auch festgestellt haben, dass Prime Video bei fünf unserer stärksten Path-to-Purchases den ersten Touchpoint dargestellt hat. Und ebenso auch mit positivem Impact auf New-to-Brand und Kaufverhalten.
sodass wir hier auch nochmal untermauern konnten und in Zukunft das auch noch stärker machen werden. Wir nutzen auch die Amazon Marketing Cloud, haben da intern und auch natürlich gemeinsam mit euch eine Taskforce gebildet, wo wir Analyse, aber auch Aktivierung mit unserem Inhouse-Team gut umsetzen können, auch im Upper Funnel. Prima. Spannend. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass ihr das alles ausprobiert und damit auch Erfolge habt. Silke, ihr seid ja als Sparkassenfinanzgruppe aus unserer Sicht ein bisschen anders einzuordnen als L'Oréal, weil L'Oréal auf Amazon Produkte verkauft. Ihr verkauft auf Amazon keine Produkte. Wieso macht es für euch trotzdem Sinn, sich auch mit dem Streaming-TV-Angebot Prime Video zum Beispiel auseinanderzusetzen? Und was habt ihr für Erfahrungen sammeln können? Ja, das stimmt. Wir verkaufen in der Tat keine Girokonten oder Privatkredite auf eurer Plattform. Aber ihr habt natürlich auf eurer Plattform das Publikum, was auch für uns sehr relevant ist und mit dem wir eben auch unsere Marke in Verbindung bringen wollen. Deswegen bietet es sich absolut an, auch auf eurer Plattform für uns zu werben. Und wir sind im Moment mit einer Kampagne draußen, die das Girokonto bewirbt. Die sieht man hier auch im Hintergrund. Die richtet sich an sehr junge Zielgruppen. Wir haben ja auch mit Content-Creatern zusammengearbeitet. Und um diese jungen Zielgruppen zu erreichen, ist es für uns eben wichtig, neben unserem Hauptmedium, auch nach wie vor in TV, aber diese Ergänzungsreichweiten eben auch zu bekommen. Und wir haben bei euch auf der Plattform eine Kombination aus Fire TV, Free TV, Freevee, Prime Video und auch Twitch belegt, um wirklich auch das ganze Spektrum eigentlich abzudecken. Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Die Kampagne ist jetzt erst sehr kurz draußen, aber wir können jetzt schon sehen, dass wir sehr, sehr gute Durchsehraten haben und damit eben auch einen sehr geringen Kost per Durchsicht. Und das ist sehr, sehr positiv in dieser Kampagne. Unterm Strich kann man halt sagen, wir können wirklich effizient neue Reichweiten dazugewinnen. Wir haben auch ein gutes qualitatives Umfeld, eine hohe Brand Safety. Und ich würde sagen, da ist an der Stelle jeder Marketing-Media-Euro wirklich effektiv und effizient eingesetzt. Ja, prima. Dankeschön. Nadine, wir werfen jetzt mal einen Blick in die Zukunft. Wir versuchen das. Ja? Die Streaming-Landschaft ist sicher noch nicht am Ende der Entwicklung. Die Geschwindigkeit ist rasant. Was glaubst du, wie sich Werbetreibende vorbereiten müssen auf diese Entwicklungen und auch die feinen Vorlieben der Zuschauer? Was kommt da eventuell auf uns alle zu noch? Ich würde sagen, sehr flexibel zu bleiben im Test-and-Learn-Ansatz und auch schnell neue Plattformen und Möglichkeiten zu testen. Der Markt entwickelt sich schnell, neue Plattformen, neue Formate kommen hinzu. Und wir bei L'Oréal versuchen wirklich immer zu testen und das, was funktioniert, dann auch schnell zu skalieren. Das ist so ein bisschen unsere DNA und Mentalität, mit der wir sehr gute Erfolge sehen. Und das Zweite, sich Technologie zum Freund zu machen, auch in Media-Einkaufstools, aber eigentlich in wirklich vielen Disziplinen, spielt Technologie und auch Expertenwissen in diesem Bereich eine immer stärkere Rolle. Wir sprechen über KI, sprechen über Modelings. Und mit dieser Technologie zu arbeiten, um schlussendlich auch für den Upper Funnel, wenn man so möchte, für stärkere Relevanz in der Media, um stärkere Relevanz in der Media zu schaffen, auch dafür sind diese Tools da, um die richtigen Konsumenten zu erreichen. Und warum nicht Daten und Technologie dafür sich für sich nutzen und erschließen, immer mit einem natürlich hohen Verantwortungsbewusstsein. Ja, prima. Jetzt zum Abschluss spielen wir jetzt nochmal Wünsch dir was. Ja? Was wären denn so die 2 bis 3 Sachen, Silke, erstmal zu dir, die du dir wünschen würdest als Werbetreibende von zum Beispiel Streaming-Publishern? Was können wir noch besser machen? Wünsche ist immer gut. Ich hoffe, du bist nicht nächstes Jahr hier auf der Bühne und dann fordern wir das ein und gucken, ob alles erfüllt ist. Ich glaube, also für uns geht es sehr stark um die übergreifende Werbewirkungsmessung. Also wir bekommen ja, wenn wir bei euch Kampagnen auch buchen, sehr, sehr gute Insights und Daten. Für uns ist es aber wichtig, eben auch bei einer integrierten Bewegtbildplanung
auf Daten aller gleichzeitig zugreifen zu können. Insofern ist für uns natürlich eine Integration von Tools sehr, sehr wichtig, eine übergreifende Messung wirklich auch sicherstellen zu können, auch so effektive Marktstandards nutzen zu können, wie das Frequency Capping. Also das sind Dinge, die würden wir euch gerne noch ein bisschen ins Buch schreiben. Und ja, ansonsten glaube ich, geht es um Investment in gutes Programm, in tolle Serien, in tolle Spielfilme. Das ist das Wichtigste, um Abonnenten und Nutzerinnen zu bekommen. Und dann passt es auch für uns als Werbetreibende. Prima, Dankeschön. Und Nadine, von eurer Sicht, aus deiner Sicht? Also ich würde mich da einreihen und zustimmen, so die ganzheitliche Messung von Kampagnen und auch insbesondere von Kampagnenreichweiten über Plattformen und Kanäle hinaus ist essentiell, damit wir auch wieder einen holistischen Blick auf unsere Planungen und auch Effizienzen dadurch schaffen können. Und da geht es auch insbesondere im TV um lineares und digitales Fernsehen, aber auch darüber hinaus. So können natürlich auch Social-Media-Kanäle, Out-of-Home eine Reichweitenrolle spielen in dem Gesamtmix. Und vielleicht das Zweite, dass wir auch wieder mehr über Magic-KPIs sprechen. Also was hat die Kampagne wirklich gemacht, um unsere Konsumenten zu bewegen, wirklich Entertainment zu schaffen, sich nativ, authentisch in die Umfelder einzubetten und das wirklich auch mehr wieder in den Diskurs zu bringen in der Media. Das würde mich sehr und uns als Advertiser sehr freuen. Prima, vielen Dank. Die unerbittliche rote Uhr tickt runter. Wir sind bei null. Das war's also schon von uns. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart heute. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Streaming TV oder Prime Video, kommt nochmal bei uns vorbei in Halle A1, großer Amazon Ads Stand. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim restlichen Programm. Vielen, vielen Dank.